Im Kletterschleim machen wir einfach weiter. Moinkines. Wie anstrengend, wenn wir jetzt nicht doch bin. Und au. Also hier im Cremekai hat man wirklich alles ausgepackt, was keinen Spaß macht. Die Musik ist okay, aber sie täuscht. Oh, lecker Fatz. Sollte euch dazu sagen, der Typ da unten ist unverwundbar. Und wie ihr jetzt merken werdet, fies ist die ganze Geschichte auch noch aus einem anderen Grund. Denn das Wasser tut Folgen. Hier gibt es eine fiese Stelle. Ich glaube, um an die Kämenzer ranzukommen. Da muss ich jedes Mal fies raten. Wie es gemeint sein könnte. Ja, und das Wasser ist noch nicht hier. Jetzt überlegt doch mal warum. Vielleicht, weil es immer noch weiter steigt. Und es ein bisschen hetzen will. Erwähnt ich, dass der Typ unverwundbar ist. Das ist ein saufieses Level. Ich hätte jetzt gehofft, mit dem könnte ich mich hochkatapultieren, aber kann ich auch nicht. Ganz toll. Immerhin die Mittelflagge, die ich jetzt eigentlich gar nicht haben wollte. Aber gut, dass sie da war. Ach, Quen. Komm runter. Noch habe ich ja ein paar Leben. Mich kriegt 17 nämlich. Aber das war nur einer von denen, die ich meinte. Das ist auch nicht gerade unfies. Oder hübsch. Also ohne Dixie mache ich das eigentlich nicht. So. Oh, shit. Verdient, weil dumm. Das Wasser steigt übrigens die ganze Zeit immer weiter, wie ihr merkt. Ja, heul doch. Dann mache ich jetzt noch einen Versuch, bei dem ich auch wieder drauf gehen werde, aber es interessiert mich jetzt. Oh, der Tod kam schneller als gedacht. Gut, geht nicht so, wie ich dachte. Dann machen wir jetzt wieder richtig, bevor wir genervt werden. Nehmen wir trotzdem mit, weil es da ist. Naja, egal.
Nein, Sven, warum machst du das? Ja. Ah. War so gewollt. Schlaf nicht ein. Hier oben gibt's nichts. Hier oben gibt's nichts. Das was er hält hier nicht an. Das finden wir super. Das finden wir auch super. Da wollten wir hoch. Fast geschafft. Erwähnt, dass das Spiel fieser wird? Ja, früher gab es noch Spiele, die tatsächlich fies waren. Na komm. Weil das Spiel ja eigentlich noch ein Pappenstiel ist. Im Vergleich zu anderen fiesen Spielen, zum Beispiel Mega Man Zero. Habe ich schon mal erwähnt, ne? Wird angeblich als das, also laut einigen Quellen, die mein Bruder oft hat, wird es auch als das schwerste Mega Man aller Zeiten, oh, mir fehlt das O, gehandhabt. Kann ich nachvollziehen. Ist ein sackschweres Spiel. Warum stehst du überhaupt da? An dieser Stelle lohnt sich immer... Scheibe! An dieser Stelle lohnt sich immer mit Dixie zu spielen, wollte ich sagen. Diddy. Weil der den Vorsicht erträgt und dann die, ne, gleich beim Anspringen wegballert. Da ist Dixie nicht so praktisch. Wir wollen einfach mal glauben, du bist ein Mimi. Wir wollen einfach mal glauben, dass es jetzt das letzte Bonuslevel in dieser Stage ist. Muss Pibi. Das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Ich sollte vielleicht irgendwann nochmal gehen, ne? Das ist richtig. Gut. Fehlt jetzt nur noch die DK-Münze, da habe ich aber eine ziemlich sichere Ahnung, wo sie ist. Dazu brauchen wir nämlich dieses Fass. Haben ein bisschen Vertrauen und schnappen uns auf diese Art und Weise die DK-Münze und hoffen, dass wir nicht mehr in dieses Level hinein müssen. Augen zu und die Aufnahme. Danke. Ich gönne mir jetzt Pipi und einen neuen Kaffee. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in der Affen-Action. Klingt nicht nett. Jetzt gehe ich aber tatsächlich erstmal wohin. Und wir sehen uns später wieder. Bis dann. Tschüss, Kinder.